Bei den Göttern, das fängt ja gut an. Wo haben diese Leute nur ihr Zelt aufgeschlagen? Wenn hinter der nächsten Biegung wieder nichts ist, kehre ich um. Eine Einführung, ja, warum nicht, ne? Mal zu hinzulaufen. Ja, ich dachte, es kommt erstmal hier fett Intro und so, aber... Nee. Ist nichts. Hier, wir spielen Memoria. Man hat's gesehen, Deadlake Entertainment hat mir wieder was rausgehauen. Und ich dachte, ja, ganz ehrlich, warum nicht, ne? So, übrigens diese Stimme. Ziemlich sicher. Peter Carsten, aka Tim von TKKG. So. Ich laufe. Jetzt... Soll ich zur Lichtung gehen, oder? Was passiert hier? Na, endlich. Heda, kleines Mädchen. Giacomo Nauta schickt mich. Ich bin hier wegen des Rätsels. Was? Sprichst du Gareti? Ich bin ein Freund. Giacomo hat mich angekündigt. Er hat den Helden von Andergast angekündigt. Einen starken, mutigen und klugen Mann. Ja, das bin ich. Niemanden, den ich ohne weiteres von Kopf bis Fuß aufschlitzen könnte. Ich bin der Held von Andergast. Kannst du zaubern? Dinge mit Feenmagie heilen? So wie der Held die Träume der Andergaster heil gezaubert hat? Es war nicht ganz so. Aber ja, ich kann Dinge magisch reparieren. Dann beweise es. Das hier vor mir ist die fliegende Festung Keshari. Ich habe sie aus meinen Träumen nachgebaut. Aber was ich auch mache, sie kippt immer wieder um. Ziemlich hässlich. Ich zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Nichts leichter als das. Ja, easy, klar. Klicke. Schauen wir uns mal an. Eine kleine Burg aus Stöckchen. Sie kippt immer wieder zur Seite um. Ja, zaubere, das... dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Das ist wohl wahr, Peter Carsten von TKKG. Oh, das geht wird doch schlimm. Auch ohne Magie. Ups. Tim beherrscht einen Zauber, mit dem er zerbrechliche Gegenstände zerstören und wieder reparieren kann. Bewegt die Maus in den unteren Bildschirmrand, um euer Inventar zu öffnen. Klickt auf die Kugel am linken Rand und schließt auf die Holzfestung. Okay. Wenn die Maus hat, kann ich irgendwie durchswitchen. Okay. Messer kann ich... Sieh zu und lerne. Ach, ich kann mit Mausrad durch. Das ist ja easy. Lernen, dass du eine große Klappe hast? Die Festung ist überhaupt nicht kaputt, sondern einfach nur schlecht gebaut. Lehne dich nicht raus. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Leertaste, sehen wir alles. Ganz klassisch natürlich. Glasflasche. Wie auch Magie lassen die Gegenstände sich kombinieren. Mit Gegenständen kann ich auch, genau, kann ich so durchschalten. So. Nein, bei meinem Geschick würde ich mich nur schneiden. Entweder am Messer oder an den unzähligen wegspringenden Scherben. Das ist ja schön ich zu wissen. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich sollte irgendwas ich mache machen. Sie doch nicht kaputt. Sie gehört Nuri. Oh. Die zerbrochene Glasflasche. Wie gut, dass ich Nuris Reparaturzauber beherrsche. Ich mache sie doch... Warte, und jetzt kann ich... Ja, das ist ja so schön. Die Scherbe mit irgendwas kombinieren mit ihr. Sieh her. Ich bin beeindruckt. Das war einst die Flasche aus der Kiste. Ich weiß. Ja und jetzt? Siehst du das hier? Ich habe die Flasche zerstört und wieder repariert. Reicht das als Beweis für meine Kräfte? Bravo. Aber es geht hier nicht um dich, sondern um meine Festung. Oh Mann. Selbstsüchtiges Bike. Ja, true. Ein Dolch. Schon in Ordnung. Ich habe mein eigenes Messer. Ja, warum habe ich dann draufgeklickt? Frage ich mich persönlich Wald. Ich kehre nicht mit leeren Händen zurück. Okay, Peter Carsten. Ich dachte, du kannst... Kann ich. Wer? Keine Sorge. Der Zauber funktioniert nur bei zerbrechlichen Gegenständen, nicht bei Menschen. Das klingt nicht sehr mächtig. Es kommt drauf an, was man daraus macht. Ja, das stimmt wohl, ne? Wir gehen mal so. Erst die Festung, mein Lieber. Mein Lieber? Ich war ja noch nie gut mit Kindern. Mm. Aber das schlägt dem Fass echt den Boden aus. Neuer Versuch. Messer. Mit... Du sollst zaubern. Ein Messer habe ich selbst.
Ja, aber deine Festung ist scheiße. Die Festung würde genau in die Flasche passen. Aber wie soll ich sie da jemals reinbekommen? Ich weiß nicht, warum es in die Flasche sollte, aber egal. Was tust du? Keine Panik. Ich will nur etwas ausprobieren. Ah, und jetzt? Buchsymbol. Gibt's. Okay. Oh. Darf ich jetzt rein? Papa, hier gibt sich einer als der Held aus. Schick ihn rein. Wenn du wirklich der Held bist, dann ein sehr farbloser. Du erinnerst mich mehr an einen dummen, griesgrämigen Bauern. Ich bin Vogelfänger. Und es ist mir inzwischen gleich, was andere von mir denken. Ich habe eine Fee gerettet und ich habe ein Königreich befreit. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Nun gut, geh rein und pass auf deinen Rücken auf. Ich bin immer hinter dir. Alter, wie sie nervt. Geron, wie schön. Komm, setz dich. Setz dich. Seid ihr Fahi? Ja, setz dich. Das sagten sie bereits. Hast du gut hergefunden? Ja, ja. Man sagte mir, ihr verkauft einen Zauber, mit dem man die Gestalt eines Menschen dauerhaft verändern könne. Eines Menschen oder eines Tieres. Aber alles zu seiner Zeit. Tee? Ja, warum nicht, ne? In Ordnung. Ach, ein Mann mit Geschmack. Das ist gut. Andergast ist kalt, nicht wahr? Es geht. Aber zurück zu eurem Zauber. Natürlich. Du verstehst. Permanente körperliche Transformation ist eine gewaltige Macht. Es gehört schon viel Mut dazu, eine solche Gewalt einzufordern. Ich habe meine Gründe. Ich weiß. Giacomo erzählte davon. Du kennst meinen Preis? Giacomo erzählte etwas von einem Rätsel. Richtig. Du magst doch Rätsel, Geron, oder etwa nicht? Naja. Solange sie lösbar sind. Ja, ich brauche... Weißt du, die Existenz einer Lösung ist schon irgendwie wichtig. Solange sie lösbar sind? Keine Sorge. Du wirst es eine Weile mit dir herumtragen. Es drehen und wenden müssen. Und vielleicht auch kurz verzweifeln. Oder lang Aber verzweifeln. Aber hast du es dann schließlich gelöst, ist die Belohnung dafür umso süßer. Woher habt ihr das Rätsel überhaupt? Seit gut 3 Monaten haben ich und meine Tochter jede Nacht denselben Traum. Noch wundersamer ist, dass dieser Traum eine wahre Geschichte erzählt. Eine Erinnerung an eine Zeit vor 450 Jahren, als unsere Welt kurz vor ihrer gewaltigsten Schlacht stand. Ich werde dir nun den Anfang des Traumes erzählen. Mehr brauchst du nicht zu wissen und dir danach das Rätsel stellen. Wenn du es lösen kannst, wirst du die Macht erhalten, deine Geliebte zurückzuverwandeln. Und wenn nicht? Geron, du bist der Held von Andergast. Natürlich wirst du es lösen. Also, bist du bereit? Ja. Ich bin bereit. Gut. Der Traum beginnt, wie ich schon sagte, vor 450 Jahren in einem uralten Gewölbe, weit unter meiner Heimatstadt Fasar. Die Mächte der Finsternis bedrohen das Land. Und die große Entscheidungsschlacht steht kurz bevor, als eines Nachts eine Gruppe von Helden die Grabkammer eines uralten Magiermoguls betritt. The League Entertainment presents
Memoria. Here we are. Kapitel 1. Das scheinbar keinen Namen hat. Haltet euch bereit. Ich werde nun die Grabkammer öffnen. Sind wir vollständig? Vollständig, meine Fresse. Bitte. Es hätte schlimmer kommen können. Klar, wir hätten auch den stummen Verkiner verlieren können. Oder das Prinzesschen, das nicht kämpfen kann. Beruhig dich, Shabib. Du bist nicht der Einzige, dessen Nerven blank liegen. Oh, das tut mir leid. Musste die Prinzessin etwa Blut sehen? Hat das euer zartes Herz gebrochen? Ja, knack. Ich schätze, nun musst du mich ohne ertragen. Prinzessin Satya, Alric, wir müssen jetzt zusammenhalten. In dieser Grabkammer lauert die legendäre Maske von Malakar. Gelingt es uns, sie zum Heiligen Heer in den Raschtulswald zu bringen, ist die Schlacht gegen die Dämonen nur noch eine bloße Fingerübung. Wenn es uns gelingt und uns diese Mauern nicht vorher verschlingen. Ich beeile mich. Ich kann das Schloss nicht finden. Gebt mir einen Moment. Es muss hier irgendwo sein. Wenn du sagst mir, dann meinst du mir, ich darf... Okay. Ja, das haben wir ja alles. Ich bin das Mädel. Sie beobachten mich. Das stimmt wohl. Hoffentlich war das der letzte. Sie beobachten mich. Ich fühle ein Pochen. Und sie sind warm, wie ein krankes Herz. Das ist irgendwie beunruhigend. Das fasse ich nicht an. Es sieht klebrig aus und giftig. Es sieht aus wie Blut. Ein fein gearbeiteter Zierbogen mit Schnörkeln und Mustern. Toll. Das schaut man doch gerne an. Hier sind Einkerbungen. Schriftzeichen? Könnt ihr sie lesen? Nein, es sind nur Einkerbungen. Weiter nichts. Ups, Magier. Wer bist du überhaupt? Magier? Prinzessin? Warum habt ihr gerade uns als Gefährten gewählt? Wen meint ihr im Besonderen? Kann der Prügelknabe noch etwas anderes außer um sich schlagen und schreien? Tja, das ist mehr als ihr könnt, Püppchen. Alric hält uns die Ungetüme vom Hals. Er ist ein guter Mann. Wird Rachban uns wirklich bis zum Schluss begleiten? Ja. Sobald wir hier fertig sind, wird er uns durch den Raschtulswald zum Heiligen Heer führen. Er selbst ist in eben jenem Gebirge aufgewachsen. Er kennt den Weg besser als jeder andere. Ihr wisst, der Verkiner ist ein Verstoßener. Sogar sein eigenes Volk fürchtet ihn. Wir haben keine andere Wahl. Wir brauchen ihn. Okay. Wie kommt ein Magier wie ihr dazu, so eine Gruppe zu führen? Ich wollte mich der Streitmacht in Punin anschließen, als mir ein Adelsmann aus Fasar von der Maske erzählte. Der Rest war eine Frage des Geldes und der Entschlossenheit. Die Maske der Überkrieger, oder wie sieht's aus? Welche Rolle spielte Harun? Er war euer persönlicher Leibwächter. Er sollte euch beschützen. Was er auch getan hat, bis zum Schluss. Es tut mir leid um ihn. Er kannte das Risiko. Wichtig ist, dass ihr am Leben seid. Okay, nice. Hattet ihr gezielt nach einer Prinzessin gesucht? Nein, ich hatte nach einem thulamidischen Gelehrten gesandt. Aber ein solcher ist schwer zu finden in diesen blutigen Tagen. Die wenigsten wissen sich zu behaupten und werden schnell Opfer der marodierenden Banden, die derzeit um die Vorherrschaft in Fasar kämpfen. Die Straßen von Fasar waren schon immer ein schreiender Albtraum. Umso größer das Wunder, dass ihr dort so lange überlebt habt. Ihr seid die verstoßene Erbin eines gestürzten Herrschers. Ich hätte meine Dukaten nicht auf euch gewettet. Ja, was heißt das denn? Wir sind überheftig, oder was? Genug davon. Mission. Wie sehen die nächsten Schritte aus? Wir dringen in die Grabkammer des Moguls ein und stehlen die Maske von Malakar. Dann bringen wir sie über die Gipfel des Raschtulswalds zum Heiligen Heer, bevor es in die Schlacht ausläuft. Und dort triumphieren wir oder gehen elendig unter. Die Zukunft dieser Welt liegt in unseren Händen. Beruhigend. Wie tief sind wir? Das wissen nur die Götter. Fasar wurde Schicht um Schicht auf den Ruinen alter Dynastien erbaut. Darunter liegen Gewölbe so alt wie das Land selbst. Diese Grabkammer zum Beispiel wurde vor 2 Jahrtausenden vom letzten lebenden Magier-Mogul Malakar errichtet. Es heißt, er war ein Großmeister der Elementar- und Transformationsmagie. Mit einem bloßen Schnippen bog er Erz und Erde nach seinem Willen. Diese Hallen waren sein größtes und letztes Werk. Heftiger Typ, der erstmal beklauen, das wird super.
Ihr seid euch sicher, dass hinter dieser Mauer die Maske wartet? Ja, ganz sicher. Niemand weiß, woher der Mogul Malakar die Maske hatte oder ob er sie gar selbst erschuf. Aber er war so besessen von ihr und ihrer Macht, dass er sie am Ende mit in sein Grab nahm. Es heißt weiter, dass es ihm Zeit seines Lebens nie geglückt sei, ihre wahre Macht zu wecken. Was macht sie? Es heißt, dass der Träger der Maske jede verlorene Schlacht, überhaupt jede Niederlage und jeden Verlust in einen ewigen Sieg verwandeln kann. Das klingt ja easy. Wieso nennt es sich das Heilige Heer? Das Heilige Heer ist eine Armee von Geweihten. Nur mit der heiligen Macht der Götter, so glaubt man, kämen wir gegen die anstürmenden Dämonenhorden an. Ihr sagtet, das Heer zieht über das Gebirge Raschtuls. Warum so ein schwieriger Umweg? Die meisten Pässe werden von den Legionen des Bösen bewacht. Zudem gibt es einen magischen Ort über den Gipfeln des Raschtulswalds, wo man hofft, eine letzte entscheidende Allianz zu schmieden. Dort werden wir uns dem Heer anschließen. Wie konnte es nur so weit kommen? Eine Invasion des Bösen in unserer Zeit? Dunkle Zeiten gibt es immer wieder, Prinzessin. Aber was genau dazu geführt hat, spielt keine Rolle mehr. Wichtig ist nur, dass wir bereit sind zu kämpfen. Die größten Helden unserer Zeit haben sich zusammengefunden, um die Entscheidungsschlacht in der gorischen Wüste zu schlagen. Und auf ewig in die Geschichte einzugehen. Wenn wir gewinnen. Ja, natürlich, ein bisschen mehr Optimismus. Habt ihr nicht langsam genug gequatscht? Er hat recht. Wir müssen weitermachen. Ihr habt keine weiteren Fragen? Was ist das Problem? Das Schloss ist verborgen. Ich finde es nicht. Irgendein geheimer Mechanismus. Vielleicht ein Objektum dieser Piraten? Ich spreche kein Französisch. Ihr müsst es öffnen. Okay, was geht bei dir so? Wie habt ihr mich vorhin genannt? Shabib. Das ist Tulamidia für kleiner Junge. Ohne mich wärt ihr schon längst tot. Bitte, keine Streitereien. Sie hat angefangen. She started it, and I'm finishing it. Schon Life is Strange starte. Es muss nur noch der Schlüssel in das Schloss und der Weg ist frei. Das klingt erstmal ihr ein Schloss? Einfach. Die Tür ist überzogen von Dreck. Was versteht eine Prinzessin schon von Dreck? Genug, um zu wissen, dass er sich abwaschen lässt. Das sind gute Neuigkeiten für dich, nicht wahr? Der Burnhalter. Was willst du damit sagen? Psst. Silenzium, bitte. Ich brauche Ruhe. Also. Was haben wir hier? Wir haben den Arm. Haltet euch von den Wächtern fern, Prinzessin. Selbst ihre abgetrennten Glieder haben noch Leben in sich. Das klingt beunruhigend. Warum hat dich das Volk der Verkina verstoßen? Geht dich nichts an. Stimmt, deine Vergangenheit ist ganz allein dein Problem. Hauptsache, du führst uns bald sicher durch die Berge zum Heer. Hauptsache, ich bekomme bald mein Geld. Ja. Ich will mal... Seid ihr lebensmüde? Ihr habt gesehen, was da draußen für Kreaturen herumlaufen. Ja, nee, ich geh trotzdem, scheiß drauf. Wenn so die Prinzessinnen in diesem Land sind, dann möchte ich nicht die Könige erleben. Keine Sorge, das werdet ihr nicht. Dem letzten Kalifen von Fasar wurde vor 5 Monaten bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen. War er ein Tyrann? Ja, wie alle Herrscher in dieser Stadt. Außerdem... Was? Habt ihr die Tätowierung auf ihrem Arm gesehen? Ich glaube, es ist das Zeichen Malakars. Sie ist eine direkte Nachfahre. Aha. Wir haben die Ur-Ur-Urenkelin eines verdammten Magier-Mogul-Monsters in dessen Grabkammer mitgenommen? Seid ihr noch bei Trost? Sie ist ein guter Mensch. Vertraut mir, wir werden sie bald brauchen. Okay. Sieht echt ganz geil aus hier so, ne? Ich muss da rein und die Waffe finden, sonst war alles umsonst. Sonst? Er war schon so, als wir herkamen. Wer weiß, ob wir sonst gewonnen hätten. Gute Frage, Hand. Eine große Hand. Weiter nichts. Weiter nichts. Das Erbe dieser Hände hielt mich mein Leben lang gefangen. Doch heute werde ich mich endlich befreien. Oh, Kasim. Du wirst noch bereuen, was du mir angetan hast. Was soll man das heißen soll? Um das Rückgrat des obersten Wächters zu brechen, hat der Magier den Ohrschmuck des Moguls zu Fall gebracht. Doch für Harun kam jede Hilfe zu spät. Es war unser Leibwächter, ne? Das Abbild des Magier-Moguls, der vor tausenden von Jahren hier herrschte. Und nun hier begraben liegt.
Er sieht aus wie ein riesiger Zwerg. Erstmal Shots feiern, nice. Wir haben einen Rubin. Cool. Irgendwas können wir hier machen. Was für Felsen zu gucken. Felsen, Säulen. Die Reste des kolossalen Ohrschmucks. Erst das hat der Kreatur den Rücken gebrochen. Steht hier irgendwas dran? Wenn ich sie nur irgendwie einreißen könnte. Warum? Dahinter liegt die Grabkammer. Ach so. Ja, das macht Sinn. Können wir ihn beklauen? Sie hängt genau außer Reichweite. Bitte. Da komm, streck dir die Hand aus. Da kommst du hin. Er war ein Tollpatsch. Aber er hatte den Verstand, an Dinge zu denken, an die wir nicht dachten. Was auch immer er bei sich trägt. Es könnte uns helfen. Ja, aber du willst deine Hand nicht ausstrecken. Es würde zu lange dauern, ihn runterzuholen. Hm. Die Zeit rennt uns davon. Aufgespießt mit seiner eigenen Fackel. Was für ein unwürdiger Tod. True. Doll, ja. Der Dolch der Zeit. Eine würdige Trophäe für den Sieg in meiner ersten Schlacht. Wenn ich ihn doch nur erreichen könnte. Ah, warte, falsches Spiel. Ja, so geht's. Auch, ich meine, ernsthaft. Wo ist das jetzt hingefallen? Da unten kann man nicht lang. Ach, da kann man schon lang. Ich habe nichts gesagt. Verband. Bürste. Ich habe mich fast verlesen. Unser Seil. Wenn wir die Wächter von der anderen Seite nur schon bemerkt hätten. Jetzt hör dich nur an. Wie jämmerlich du doch bist. Harun musste sterben. Wir müssen alle bereit sein zu sterben. Das ist der Tribut, den wir zollen müssen, um größer zu werden als unser armseliges Dasein. Uiuiui, kannst du auf Facebook posten, den Spruch? Wahnsinn. So, was denn? Kann ich auf durchschneiden? Auf keinen Fall. Das ist unser einziger Weg zurück. Sorry. So, was haben wir jetzt? Wir haben, Moment mal. Wir haben Rubinendolch, Verband, Pferdebürste, Alkohol. Die Fackel können wir nicht. Okay. Ich meine, sauber machen. Geht gut. Nein. So. Tretet beiseite. Berührt auf keinen Fall die Tür. Gut. Dann müsst ihr das machen. Was soll das? Es gibt keinen verborgenen Mechanismus. Die Tür ist einfach nur verdreckt. Bürstet sie ab und ihr findet euer Schloss. Hm? Wenn das jetzt falsch war, ne? Uiuiui. Trete zurück. Ja. Die sechs Beine öffnen die sechs Riegel. Ja. Easy. Locker. Bei allen zwölf Göttern. Das läuft ja hervorragend. Entspann dich. Ich weiß, du willst nur helfen, aber ich schaff das schon allein. Ja, wir sind eine unabhängige, starke Frau. Also ich auch persönlich. Wir müssen es kleben. Wurde da Kleben überhaupt schon erfunden? Was haben wir denn? Dem Alkohol? Nein, danke, Prinzessin. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen es kleben. Ich versuche, die Käferteile ineinander zu schieben, aber es geht nicht. Sie halten nicht. Ja, Moment. Ja. Wir haben doch. Hier ist doch was Klebriges. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Das fasse ich. Es sieht klebrig. Haruns Nein. Dolch ist. Harun. Jetzt ist die Klinge klebrig. Super. Hier. Kleb damit das Bein. Appetitlich. Oh, we in, boys. Nice. Das kann ich nicht lesen.
Es ist soweit. Seht ihr die leuchtende Inschrift, Alric? Ur-Tulamidia ist eine tote Sprache, die nur noch von wenigen gesprochen wird. Von noch weniger, seit die geistigen Führer dieser Stadt zusammen mit ihrem Kalifen hingerichtet wurden. Man muss gebildet sein, um diese Schrift zu lesen. Gebildet wie ein Kind aus gutem Hause. Mhm. Gebildet wie die letzte Prinzessin von Fasar. Mhm. Allein darum haben wir euch mitgenommen. Nun sagt mir, was ist die Antwort des Rätsels auf der Kammer? Ja, was ist das Rätsel auf der Kammer überhaupt? Die Götter stehen mir bei. Mhm. Was? Was lest ihr? Das kann ich euch nicht verraten. Es würde zu viel verändern. Okay. Dafür haben wir sie mitgenommen? Ich verstehe das nicht. Prinzessin? Prinzessin? Wo seid ihr? Das ist eine gute Frage. Bei den Zwölfen ist das dunkel. Ich bin hier drüben. Ah! Oh. Passt beim Verlassen auf den Käferschlüssel auf. Er liegt mit der Tür auf dem Boden. Wenn ihr zerbricht, sind wir hier eingesperrt. Was ist das für ein Geruch? Alric, kommt nicht rein! Hier ist Gas in der Luft. Leuchtet mit der Fackel vorsichtig durch die Tür, aber bleibt draußen. Und keine Zauber! Fremde Astralenergie könnte eine Falle in diesem Raum auslösen. Seid vorsichtig, wo ihr hintretet, Prinzessin. Schwierig ohne Licht. Wenn ihr einen Weg wisst, wie man ohne Feuer und ohne Magie Licht macht, dann sagt es. Taschenlampe. In welchem Jahr auch immer wir sind, aber es geht schon. Stäbchen. Räucherschale. Haken. Was steht auf der Tür? Kann ich nicht zurück und gucken? Ich würde gern gucken. Sie schimmert in der Luft, wie ein frisch geschliffenes Beil. Soll ich es Ihnen doch sagen? Nein. Es würde alles verändern. Aber ich will's wissen. Mann. Ist doch gemein. Das ist kein Ausweg. Es ist ein Loch. Sieht aus, als hätte sich etwas durchgefressen. Okay. Silberschale. Einfach mal nehmen. Ringhalterung. Sie ist viel zu schwer, als dass ich sie bewegen könnte. Ringhalterung. Nein. Nein. Oh, wir müssen auch gleich Schluss machen. Das ist nur Folge 1. Oh, nee. Ich will wissen, was hier los ist. Ah! Ich habe mir die Hand aufgerissen. Der Haken ist bereits voll mit meinem Blut. Das ist ja schön. Zu wissen... Kann man selbst verbinden? Nee. Das? Der Verband ist jetzt voller Blut. Das ist sehr gut zu wissen. Sie ist leer. Nichts. Ich habe meine Lektion gelernt. Nichts und niemand verwundet mich zweimal. Okay. Das Licht der Fackel reicht nur bis hier. Habt ihr etwas gefunden? Ja, ich glaube hier. Aber ich muss es sehen, um sicher zu sein. Sollen wir jetzt Licht machen, oder was? Rubin. Können wir den Rubin mit irgendwas? Ne, das hatten wir schon. Ja. Was haben wir noch? Silberschale. Räucherstäbchen. Blutiger Verband. Hauptmenü. Hotspots. Story. Questlog ist hier. Erleuchte die Kammer, ohne Feuer und Magie zu verwenden. Okay, und hier kann ich irgendwas erfahren oder so. Wenn ich wollte, ja. Ich werde noch versuchen, Feuer zu machen. Oder Licht zu machen, bevor das Ding zu Ende geht hier. Was müssen wir machen? Was soll ich damit? Das ist eine gute Frage. Mit dem Almandin wäre es, als gebe ich mein Leben fort. Ich werde es erst tun, wenn der Tod unausweichlich wird. Also der Rubin ist unser? Du blutest. Ich brauche keinen Verband. Meine Kampfeswut macht den Schmerz erträglich. Beeindruckend. Ja, glaubst du selbst nicht? Lieber nicht. Was soll ich damit? Was soll ich damit? Verband? Du blutest. Ich brauche... Beeindruckend. Das hatten wir auch schon. Zierbogen. Wie können wir Feuer machen? Ich meine, wir haben den
Eine Fackel, mit der können wir sowieso nichts machen. Ich könnte versuchen, die Felswand einzureißen. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Ich probiere noch was mir aus. Mir fehlt die Vision. Ich darf mein Ziel nicht... Lieber nicht. Mhm. Wenn ich sie nur... Einreißen. Ja stimmt, so wird das Licht reinkommen. Das stimmt schon. Kann ich mit der Schale irgendwas spiegeln? Mit den Händen bekomme ich ihn nicht weiter auf. Und selbst wenn, käme nicht genug Licht herein, um die ganze Kammer zu erleuchten. Ich muss anders Licht machen. Hm. Doch den Rubin? Ich darf jetzt nicht... Mann, ich will nur Rubin. Das führt... Stimmt. Nein, nein, nein. Mir fehlt die Vision. Die Vision. Ich weiß nicht, wie du Visionen bekommst, aber... So vielleicht? Das bringt mich nicht. Ich bin in Folge 1 ein bisschen verzweifelt. Das ist doch... Das ist nicht cool. Fuck. Das ist kein gutes Opfer. Wir sollen Opfer bringen, ja. Das können wir machen. Wie wär's denn damit? Okay. Alkohol. Das ist kein... Der Rubin. Der Allmann. Das ist... Das... Verstaubte Silberschale? Verstaubte Silberschale. Hm. Können wir da irgendwas reintun? Ich darf mein Ziel... Hm. Sie ist immer noch schmutzig. Ah... Wie sollen sie es sauer machen? Alkohol allein wird nicht helfen. Hm. Können wir die beiden miteinander kombinieren direkt? Ah. Er riecht nach... Nach was? Nach Pflaumen? Er riecht nach Pflaumen. Interessant. Ja. Bei denen. Ist sie das? Physik, Bitches. Ja. Ja, das ist sie. Die Maske von Malakar. Damit werden wir die Schlacht gegen die Dämonen ein für alle Mal schlagen. Ayal, ein Wächter. Bewacht die Tür. Wenn der Käferschlüssel beschädigt wird, sind wir hier eingesperrt. Na los, Yalla. Töte mich. Mein Leben ist ohnehin nicht viel wert. Schwächling. Ja, hier, pass auf, hier können wir doch, das ist doch ein super Ort, um Pause zu machen. Wir speichern mal. Können wir es hier, zack. Und dann, ja, das war ein schöner Einstand. Schön mit Spannung. Wir haben eine Schlacht zu gewinnen und das machen wir nächstes Mal. Dann geht's nächstes Mal weiter. Danke fürs dabei sein bei Folge 1 von Memoria. Und hoffentlich bis morgen. Oh, ich würde gerne weiterspielen, aber ich kann nicht. Ich habe keine Zeit. Mann.